Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt 5 vor 8. Alle Kinder sind aus dem Haus. Außer das große Kind noch nicht. Aber es geht später auch noch außer Haus. Also viel später Heute erst. Nacht. Ja, heute Nacht geht er erst außer Haus. Ich habe vergessen, dass er Nachtschicht hat. Ich bin voll blass. Ich glaube, das macht das Licht hier. Egal. Ich muss auf jeden Fall, oder wir müssen jetzt dann später auf jeden Fall Geschenke einpacken. Vorher will ich aber, dass ich gleich ein Reel vordrehe, damit ich das später auf Instagram hochlade. Ich habe ein ganz cooles Reel gefunden, da brauche ich seine Hilfe. Genau, danach will ich Geschenke einpacken, danach will ich ein Action-Live-Haul machen, also ich möchte zum Action fahren. Da möchte ich nämlich auch noch was, das Christkind hat uns nämlich die Geschenke geliefert und hat gefragt, ob wir sie einpacken können. Und dafür will ich auch noch was kaufen, solche Zuckerstangen. Dann sieht das irgendwie süßer aus. Die gibt es beim Action, die möchte ich bitte gern holen. Und dann dachte ich mir, mache ich gleich einen Action-Live-Haul für euch, weil das, glaube ich, fehlt diesen Monat noch. Da verspreche ich euch ja immer, einmal einen Rundgang durch ein Action zu machen, was es so Neues gibt. Ich weiß, also, liebe ich sowieso den Action. Ich brauche noch so ein paar Vorratsdosen. Und ja, was ich da noch so gekauft habe, kann ich euch ja hier zeigen. Und der Live-Rundgang, den mache ich aber im separaten Video. Genau, das ist der Plan. Was noch? Dann habe ich heute noch zwei Termine, aber die sind erst nachmittags. Und sonst ist eigentlich chilliger. Kooperation habe ich heute auch keine. Dann ist es sowieso ein bisschen chilliger, sonst ist es ja immer so wie so ein Termin, ne? Noch ein Termin extra. Aber auch nicht. Genau. Also wir legen jetzt einfach mal los. So, Reel ist im Kasten. Das ist super lustig geworden. Wenn ihr das sehen wollt, dann müsst ihr auf Instagram rüberhüpfen. Genau, da gab ich, da mache ich immer solche Comedy-Reels und hab mal was zum Lachen. Ne? Man lacht eh so viel zu wenig, finde ich, im Leben. Und ja, durch solche Reels, die unterhalten mich selber total und deswegen mache ich die auch total gerne. Jetzt haben wir es aber auch schon 9:10 Uhr. Sowas hält natürlich immer unwahrscheinlich auf, bis du beschriftet hast, geschnitten hast, bis du es gedreht hast, bis du es gecheckt hast. Dauert auch immer so ein bisschen. Ich überlege jetzt gerade, ob ich die Geschenke einpacken soll. Oder ob ich zuerst zum Action den Live-Haul machen soll. Aber ich glaube, ich fahre zuerst zum Action, weil sonst wird es alles wieder viel zu spät. Ja, ich fahre ja zum Action und jetzt nicht lang schnacken, sondern gleich loslegen. So, ich bin wieder zurück. Wir haben es 11:55 Uhr. Heißt, ich müsste jetzt dann die Amelie gleich holen. Ich habe mir noch 10-mal überlegt, soll ich warten? Die Tür macht erst immer um 11:30 Uhr auf im Kindergarten. Und dann dachte ich mir noch, soll ich noch warten oder nicht? Aber eigentlich ist sie ja bis 12 gebucht. Also muss ich auch nicht Punkt 11:30 Uhr da immer antanzen. Ist ja eigentlich auch Quatsch. Also ich finde, so 15:45 Uhr ist eine gute Zeit. Ja, deswegen habe ich da jetzt ewig noch überlegt. Aber genau da, zu dem Zeitpunkt, wurde ich halt fertig. Ich war jetzt auf jeden Fall im Kaufland auch noch. Ja, hätte ich lieber nicht gemacht. Hätte ich lieber in Rewe. Aber beim Rewe war so viel los. Kaufland komischerweise nicht. Dann hatte ich keinen Bock in Rewe. Dann bin ich noch zum Kaufland gefahren. Außerdem gibt es da noch die Haribos und die Milka-Schoko im Angebot. Und ich wollte gucken, ob es jetzt die Haribos gibt. Aber original Haribos gibt es immer noch nicht. Und im Action habe ich auch noch ein paar Sachen gefunden. Aber ich zeige euch jetzt erstmal die Kaufland-Tüte. Oh, ich habe mir die Preise gar nicht vorher angeschaut. Naja, ich glaube, ich kriege es noch ganz gut so gebacken. Ich habe, das sieht man jetzt gar nicht, zwei Schinken-Croissants geholt. Die kosten 85 Cent. Dann sind diese Rosenbrötchen, die mag ich ja am allerliebsten, sind gerade im Angebot, seht ihr die? Kosten gerade 22 Cent. Und vier Stück habe ich davon geholt. Und ein Börek für 65 Cent. Kennt ihr Börek? Das ist ja so meine Liebe. Da ist Schafkäse mit drin und das ist ja so wie Blätterteig. Nee, so Börekteig ist es. Keine Ahnung. Richtig lecker, 65 Cent. Und zum Mittagessen habe ich mir gedacht, machen wir entweder Nürnberger Würstchen oder Schinkennudeln. Ja, deswegen habe ich Nürnberger Würstchen sind dort im Angebot beim Kaufland. 2,49 €. Normalerweise kosten die mittlerweile schon. Boah, was ist denn das? Immer beim Kaufland, gell? Als ob irgendwie so nach Tier, so ein kalt, nasser Hund. Und da riecht mein ganzer Kühlschrank nach nasser. Und jetzt muss ich erstmal die Verpackung. Ist irgendwas da ausgelaufen ist. Ich weiß nicht, wo sie es lagert. Das ist mein, es ist ja zugeschweißt. Das ist so eklig. Das ist schon mal gewesen. Da hustet es aus der Tüte raus und es riecht so richtig nach nasser Hund. Kennt ihr diesen Geruch von nassen Hund? Ja, genau so riecht es. Egal, 2,49 € im Angebot. Da muss man halt auch die Verpackung vorher waschen, wenn man es schon im Angebot hat. Scheiße. Dann habe ich noch mitgenommen zwei ganz normale Brezen, die kosten 35 Cent. Und zwei solche, wie heißen die? Laugenstangen mit Käse überbacken, kosten 59 Cent. Man hat halt eine Nachtschicht und dass er halt was zum Essen hat. Ich weiß nicht, entweder nimmt er Schinken-Croissants oder nimmt die. Ich konnte mich nicht entscheiden. Ich nehme jetzt einfach alles, bevor ich hier 100 Jahre, das ist nämlich mein größtes Problem, warum ich auch für alles so lange brauche, weil ich
100 Jahre überlege, soll ich das lieber oder das? Rentiert sich das lieber und das? Und da dachte ich mir, Lisa, überleg nicht lang, greif einfach zu und derjenige soll sich dann nehmen. Mir muss man wirklich auf Papier schreiben, was ich mitbringen soll, ganz genau. Ansonsten stehe ich vorm Regal und denke mir, was soll ich denn jetzt mitnehmen? Und das dauert dann Ewigkeiten. Und Scheiße, da habe ich echt eine Schwäche dafür. Dann habe ich, Bella wollte die ganze Zeit schon solche Speckwürfel, Baconwürfel habe ich jetzt mitgenommen. Deswegen sage ich ja, entweder mache ich jetzt Schinkennudeln oder Nürnberger Rostbratwürstchen. Könnte man mit Kartoffelbrei und Sauerkraut dazu, schmeckt bestimmt auch lecker. Ich frage mal die anderen, auf was sie Lust haben. Auf jeden Fall Speck, der ist von 2,99 auf 2,22 Euro. Und hast du die Kauflandkarte, kriegst du den gerade aktuell sogar für 1,99 Euro. Deswegen habe ich vielleicht zwei Packungen mitgenommen. Schaut, da liegt der Sparfuchs. Weil spätestens fürs Raclette oder so allgemein, auch wenn das jetzt nicht aufgebraucht wird bis zum 16.01. ist das haltbar, friere ich sowas ganz gerne ein. Und dann kann man ganz spontan auch mal Speckwürfel machen. Oder also Schinkenwürfel. Schinkenwürfel? Nicht Schinken, nicht Speckwürfel. Schinkennudeln, Specknudeln meine ich natürlich. Dann habe ich einen Raclette-Käse mitgenommen. Ohne Scheiß, ich weiß nicht, was das Problem jetzt gerade ist, aber vielleicht ist das ja bei Raclette-Käse so. Da war ganz viel Raclette-Käse von dem hier, der am 21.12. abläuft. Heute ist der 21., oder? Ist heute der 21. Ja. Also der läuft heute ab für 2,69. Der läuft heute ab und trotzdem 2,69. Ganz viel, das Regal, die hat gerade gestopft, aber nur 2,69 finde ich, oder? Oder hat der noch weniger gekostet? Ich dachte mir, nee, 2,69, das ist mir wirklich krass. Ich habe dann so lange rumgekruschelt, bis ich noch einen 27.12. gefunden habe. Aber auch das, also kommt mir so, als ob die im Kaufland das irgendwo gelagert hätten für die, weiß ich nicht, und vergessen haben im Lager oder so. Oder ist Raclette-Käse immer nur so kurz haltbar? Weil bei Käse bin ich ja eigentlich gewohnt, dass das echt so über einen Monat auf jeden Fall haltbar ist. Das ist bestimmt alte Schinken hier. Mit Sicherheit, oder? Täusche ich mich. Ich kenne mich jetzt bei Raclette-Käse nicht so gut aus. Auf jeden Fall hat sich die Bella Raclette gewünscht, dann war sie so krank. Dann konnten wir es nicht machen. Dann hat jetzt mein Mann Nachtschicht. Eigentlich ist der nächste Termin, wo wir es machen können. Dann hat noch ein Kind Geburtstag. Boah, wir können das erst nach Weihnachten eigentlich machen. Und dann kommt ja eigentlich eh Silvester und dann machen wir eigentlich eh Raclette, aber ich weiß nicht. Entweder friere ich ihn ein oder wir erfüllen der Bella noch irgendwann den Wunsch. Oder ich mache heute Abend mit den Mädels alleine Raclette. Aber das ist so blöd, ne? Die essen jetzt auch nicht so viel und... ohne mein Mann sagt hätte ich weiß auch nicht. Bin mir nur nicht sicher, was ich mache, aber auf jeden Fall habe ich Raclette-Käse gekauft, weil den anderen, wo ich eigentlich eingefroren hatte, den haben wir aufgetaut, aber dann ging es der Bella so schlecht und dann war der aufgetaut mehrere Tage und dann dachte ich mir, den kann ich jetzt auch nochmal essen. Und wenn du einmal was auftaust, dann ist doof. Ja, war irgendwie blöd gelaufen. Haribo sind nach wie vor noch im Angebot, aber heute ist der letzte Tag. Also wenn ihr das Video kriegt, dann ist die nicht mehr im Angebot. Aber macht nichts, gab eh fast keine Auswahl mehr. Ich habe jetzt die noch mitgenommen für 66 Cent. Und die Schlümpfe. Ich habe so ein paar Packungen einfach so ein bisschen was zum Dazuschenken auch gebraucht. 66 Cent und 59 Cent die Milka. Oh, ich hatte so Bock auf diese hier. Auf Lufflé Luftschokolade. Frag mich nicht warum, ob ich hätte da Bock. Und die mit den Tuck finde ich auch lecker. Ja, mehr habe ich gar nicht, weil wir haben noch voll viel Milka eigentlich im Keller. Finesse ist im Angebot für 1,35. Und die Wienerle sind auch im Angebot für 2,49. Genau. Und da habe ich schon wieder ganz schön viel gekauft, gell, beim Kaufland. Für das, was ich eigentlich ja, mein Mann nur gesagt hat, kannst du mir schnell was für die Brotzeit holen. Okay. 22,7. Also es hat nicht seine Brotzeit gekostet, sondern das ganze Drumherum. 22,7 bin ich eher mal beim Kaufland. Dann habe ich den Action Live Haul für euch gemacht. Den schneide ich nämlich jetzt auch gleich. Der kommt heute um 5 Uhr für euch online. Ich hoffe, ich schaffe es. Ich habe noch 2 Termine. Ich gebe mir Mühe. Aber ich schaffe das. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Schwämme habe ich mitgenommen beim Action. Also den Live Haul, den müsst ihr einfach als ein Video zurückgucken. Und dann könnt ihr den Action Live Haul ganz aktuell anschauen. Gibt es richtig coole neue Sachen. Schwämme habe ich mitgenommen für 66 Cent. Ich wollte auch Silvester-Deko mitnehmen, da hatte ich mir eigentlich, ist das sowas so quatschmäßig. Was ist Silvester-Deko? Habe ich noch hin und her überlegt und habe es doch nicht mitgenommen. Weil was ist Silvester-Deko? Also, man kann es ja auch übertreiben. Diese Dinge habe ich mitgenommen. Boah, die sind super teuer geworden. Früher haben die mal 49 Cent oder so gekostet. Wenn nicht noch weniger. Die kleinen, glaube ich, 39 und die großen 49. Jetzt kosten sie halt einfach schon 79 Cent. Aber macht nichts. Ich finde die mega praktisch. Ich sortiere doch nach und nach meine ganzen Schubladen aus. Und da kann man so richtig Kleinzeug, Klimsklums und sowas einfach reinschmeißen. Dann ist es sortiert und dann hast du das nicht so in der Schublade rumfliegen. Ja, super sortiert ist die Schublade da.
Da ist der Zettel. Ein Paket Hasenfutter habe ich mitgenommen, nämlich so immer beim Kaufland mit, beim Action mit. Kostet 99 Cent. Ich mische das immer noch so ein bisschen mit anderen Snacks und sowas, weil da sind fast nur solche komischen kleinen Teilchen drin. Ja, aber mehr wollte ich nicht mitnehmen, weil das mir dann zu schwer war, weil ich sie auch tragen musste. Hier habe ich noch so zwei Feueranzünder mitgenommen. Die kosten 69 Cent beim Action. Beim Lidl, glaube ich, habe ich schon gesehen, kosten die mittlerweile 89 Cent sogar schon. Aber die vom Action, die riechen, glaube ich, immer so extrem. Gell, das sind die, wo so extrem nass sind. Ich glaube schon. Und ein Paketklebeband ist auch teurer geworden. 99 Cent, ne? Oder? Täusche ich mich? Haben die das... Klebeband 96 Cent. Ich habe mich getäuscht. Oh Gott, um 3 Cent. Ja, 96 Cent. Und mehr habe ich beim Action gar nicht mitgenommen, aber ich habe euch ganz, ganz viel abgefilmt. Beim Action habe ich 5,83 Euro ausgegeben. Ja. Also Kaufland das Teure. Also, was muss ich jetzt als nächstes tun? Wann kommt die Bella heim? Kochen? Kochen? Hm? Ich weiß es nie auswendig. Ich kann den Stundenplan immer noch nicht auswendig. Jetzt muss ich dann kochen. Genau, das Mittagessen dran steht. Dann schneide ich das Video gleich für euch. Action Live heute mit Thumbnail, Toonie-Bill, Beschriften. Das dauert nämlich auch alles so lange. Hier räume ich auf. To-do, was war noch To-do? Ich hab's vergessen. Und meine zwei Termine am Nachmittag. Genau. Ich glaube. Mhm. Mir ist es eingefallen. Ich wollte Geschenke noch einpacken. Da muss ich aber jetzt erstmal gucken, wann die Bella heimkommt. Weil das wollte ich ja auch noch machen. Und Zucker, diese Zuckerstange, die ich eigentlich beim Action kaufen wollte, wo ich so der Hauptgrund war Action Live voll, aber Hauptgrund zum Kaufen war beim Action eigentlich Zuckerstangen, die gab es schon nicht mehr. Obwohl heute der allererste Angebotstag ist. Ja, die waren wahrscheinlich schon vorher ausverkauft. Genau, deswegen wollte ich die Geschenke immer noch beim Geschenkepacken einwarten und ja, habe ich jetzt aber nicht bekommen. Egal. Das wollte ich noch machen, damit ihr meine To-Dos kennt, ne? Ich habe mich übrigens entschieden, ich habe hier gerade Chips gefuttert, merkt man das? Ich kann dem auf. Ich koche jetzt gerade das Mittagessen. Oh, ich liebe diese Nudeln. Ich finde die so geil. Also, ich finde nicht, dass jede Nudel gleich schmeckt. Also, diese Nudelsorte hat es mir besonders leid getan. Die mache ich jetzt und dann brate ich die, wenn die gekocht sind. Die brauchen nur echt lange, bis die fertig sind. Die mache ich, dann brate ich die zusammen mit Speck in der Pfanne an. Ja, und ich kann nicht mal Mittagessen, weil mein Termin ist genau dann, wenn die Bella nach Hause kommt. So was Blödes. So, das Mittagessen ist gekocht. Kann ich aber erst später essen. Ich muss erst zu meinem Termin. Das war ja heute wieder super geflockt, ne? 20 vor 8. Ich war jetzt gerade noch, ich hatte ganz viele Termine, aber heute konnte ich gar nicht so viel mitflocken, weil ich mehr unterwegs war als alles andere. Bin noch beim Aldi kurz reingefahren und da habe ich Schnapper gemacht. 5 Unterhosen für 3,49, die waren reduziert. Und die Hose war jetzt nicht reduziert, die lag aber so daneben, dachte ich mir, perfekt, weil... Bellas Schneehose ist doch zu klein aktuell gerade und ich fand die voll schick. Da steht jetzt ein Junge dran, deswegen ist es ja wurscht, ob Junge oder Mädchen, das sieht man ja nicht. Aber ich fand die Farbe so cool mit diesem Gurt. Ich finde Grau eh so eine schöne Farbe, hat 14,99 gekostet, dachte mir, nehme ich gleich mit. War auch die letzte, ich habe auch gar nicht gewusst, wie viel die gekostet. Ich bin echt damit an der Kasse, weil ich mir dachte, gut, die brauchen wir sowieso, weil Bellas eben zu klein ist. Schaut mal, was ich Süßes bekommen habe. Ja, das ist immer so süß, von manchen kriegt man immer so kleine Aufmerksamkeiten. Da freue ich mich immer. Das sind bestimmt Pralinen, wo Alkohol drin ist oder so. Komm, wir schauen da mal zusammen rein. Ich mag ja eigentlich nicht Pralinen und ich mag eigentlich auch nicht so Edelsachen. Und mir macht schon mehr eine Freude, wenn man einen Kinderriegel oder so schenkt. Aber das wissen ja die wenigsten, die meisten. Denken wir immer mit so Edelpralinen, macht mir das eine Freude. Sacoretti auf Trüffelsorten, ja. Sowas ist halt so absolut, aber wenigstens ohne Alkohol, aber sowas. Nee, das lacht mich nicht an. Mögt ihr sowas? Also mich kann man mit sowas echt jagen. Nee, absolut nicht meins, aber ich finde die Geste super süß. Das finde ich aber voll cool. Fruchtiger Glühwein-Kirsche. Bestimmt lecker. Sogar Alkohol. Den macht man dann schön warm und dann stellt man sich in den Schnee und dann trinkt man den, oder? Schön.
Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe mich gestern Abend gar nicht mehr verabschiedet, aber ich muss jetzt den Vlog hier, den ihr gerade gesehen habt, den, ja, seht immer verabschiede ich mich hier, ne, vom Laptop. Den schneide ich jetzt gleich für euch. Der kommt sogar jetzt dann sofort online. Ob ich heute mit Vlog, weiß ich gar nicht. Oder ob ich nochmal Lisa zeig mal mache. Ich habe ja noch ganz viele offene Lisa zeig mal. Die ganze obere Etage wollt ihr noch sehen. Und den Dachboden und auch sämtliche Schubladen und sowas wollt ihr noch sehen. Vielleicht mache ich ein Lisa zeig mal. Ein Q&A habe ich mir gedacht, will ich auch noch machen. Vielleicht kommt das Q&A dann an Weihnachten. Ja. Und ob ich weiter vlogge jeden Tag bis diesen Monat durch, haben mir ganz viele gesagt, ja, auf jeden Fall. Ich sollte die jeden Tag den ganzen Dezember vloggen, weiß ich aktuell noch nicht, ob ich das hinkriege. Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass es sehr, sehr viel Arbeit ist und dann halt alles andere wieder hängen bleibt. Ne? Also ihr wisst ja, ich bin Hühler Vertriebspartnerin und das ist jetzt zum Beispiel voll vernachlässigt geworden. Mein Kanal ist voll vernachlässigt geworden, obwohl das ja eigentlich mein Hauptjob ist. Aber ich habe euch ja versprochen, dass ich auf YouTube jeden Tag ein Vlogmas mache. Aber immer wenn du was machst, dann bleiben halt andere Ecken wieder, werden vernachlässigt. Das ist halt immer das Blöde daran. Ne? Man ist halt auch nur Mensch und kann nicht tausend Sachen auf einmal machen. Deswegen weiß ich jetzt noch nicht, ja, wie ich das regel, wie ich das mache. Mal schauen. Lasst euch überraschen, ihr Lieben. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Danke fürs Zuschauen. Ihr wisst, für einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen. Das ist mein Feedback. Und über ein kostenloses Abo natürlich auch, falls du noch gar nicht abonniert hast. Dann verpasst du nämlich kein Video mehr. Am besten noch die Glocke aktivieren. Ciao, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.